Dass sie aber auch immer erst nach rechts laufen müssen. Oh, dein Ernst. Ey. Wollen mich, glaube ich, alle verarschen hier. Es kommt ein Point-and-Click-Adventure. Da werde ich wahrscheinlich genauso rumsitzen und keine Ahnung haben, aber... Warum ist der jetzt schon wieder da ganz rüber gegangen? Wir können ja mal Pause machen und überlegen. Wie kommen wir darüber? Gar nicht. Richtig. Weil ich bräuchte schon 20 Stück, um darüber zu kommen und hätte das Level schon dreimal verloren in der Zeit. Ah nein, man muss hier ja noch eine Spitze einbauen und hier in der Luft sterben lassen. Man kann sie aber auch nicht einfach runterfallen lassen, um dann hier rüber zu bauen. Das geht ja auch nicht. Da bräuchte ich ja viel zu viele dann wieder für. 5 mindestens. 6, 7 wahrscheinlich. Dann würde ich hier wahrscheinlich nicht mehr hochkommen. Naja. Probieren wir es halt aus. Der springt natürlich wieder ganz rüber. Der fällt dann wieder da rein. Aber wenn ich ihm das hier sage, fällt er auch rein. Okay. Und hier springt er wieder rüber. Ja klar. Okay. Als ob ich das nicht die ganze Zeit von da gemacht hätte. Das ist doch nicht dein Ernst. Jetzt geht er in das zweite Ding rein. Danke. Springen da ganz rüber. Danke. Sterben die gleich wieder, wenn sie da reingehen? Ich will es, glaube ich, gar nicht ausprobieren. Ach, die springen einfach gar nicht, okay. So. Dann sind sie hier oben. 2 Stück sterben hier, das weiß ich. Komm da ja sonst nicht hoch. Jetzt müsste es ja eigentlich reichen, wenn ich das mache. Dankeschön. Pixelarbeit hier ist echt nervig, bis der da endlich mal reinkommt. Los, gib Gas. Das ist unglaublich. Blöd ich mich bei diesem Level mal anstelle. Eieiei. Und jetzt stellt euch vor, ich sammle die Pflanzen dazu ein. Das wollt ihr selber nicht. Bauen wir uns hier runter. Hier runter. Hier runter. Und hier runter, oder was? So. So. Ist wahrscheinlich nur eine Schwierigkeit für die, die alle Blumen einsammeln wollen.
Bin froh, dass endlich mal so ein Level kommt. Was selbst ich schnell schaffen kann beim ersten Versuch. Ist ja unglaublich. Hurray! Ah. Ein Schulterklopfer für mich, dass ich ein einfaches Level im ersten Versuch mal geschafft habe. Jetzt die Frage, reicht es aus, wenn ich die hier, wenn ich das hier kaputt mache? Ich muss nur einen saven. Ach, ich hab das nicht. Oh. So. Ach, ich bin auch doof. Verdammter Mist. Ah. Das war nicht gut. Ich hab gedacht, hier wäre noch so dieser natürliche Luftstrom einfach. Und nur? Genau, fällt er mal runter, ist gut. Lauf hier runter. Nicht springen. Nein. Nie. Ist der auch unten? Verdammt. Ich wollte dich da gar nicht unten haben. Total, bringt es jetzt total. Ja, Mist. Ich wollte ihn da nicht unten haben. Also nicht hier unten. Ich glaube, ich probiere mal was anderes. Eigentlich nur zwei hier oben, um an die Blume zu kommen. Mit dem einen. Der kommt da nicht hoch, oder? Ich dachte gerade. Hätte ich mich jetzt geärgert. Wenn ich da einfach nur hätte hochlaufen müssen. Versuch war es wert, meiner Meinung nach. Lauft schneller! Lauft schneller! So. Jetzt muss ich mit dem hier runter. Wie müsste ich denn theoretisch die Luft stoppen, dass hier ein stärkerer Wind entsteht? Das bräuchte ich nämlich im Moment. Ja, das funktioniert ja auch nicht. Jetzt habe ich aber noch eine andere Idee. Ja, eigentlich müsste ich den ja... Nein. So wahrscheinlich irgendwie blocken. So ungefähr. Na los, lauf, mein Kleiner.
Und mal gucken, wenn er hier springt, ob er dann reingesogen wird. Ah, er springt da gar nicht. Na, danke. Aber ich glaube wirklich, ich darf... Ich muss das hier irgendwie zumachen. So? Das sieht schon mal besser aus. Natürlich bleibt da eine Kante drin. Ein Ärgernis, egal. So, jetzt muss ich den nur noch... Nur noch ist gut. Da so reinkriegen. Spring! Dein Ernst! Ach komm schon, ist er noch kleiner. Ist auch doof. Wie mache ich das denn am besten, den da reinzukriegen? Reicht es theoretisch nicht, wenn ich hier ein Loch mache und ihn da hochwehen lasse? Weil die Luft da ja durchkommt. Oh mein Gott, ey. Es hätte so einfach sein können.